Ich bin Klaus Lichtfuß. Ich leite den Bereich Logistik bei der Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft. Das heißt, ich bin verantwortlich für alle Güterbewegungen hier im Hafen, für alle Transporte, die wir auf dem Wasser, auf der Straße und auf der Schiene durchführen. Die Vielseitigkeit macht mir am meisten Spaß. Sie sind auf allen Verkehrsträgern unterwegs. Sie haben jeden Tag neue Herausforderungen. Es ist sehr vielseitig. Es wird Ihnen hier nie langweilig. Man sollte motiviert sein, man sollte zuverlässig sein, pünktlich. Das sind ganz wesentliche Merkmale, weil Sie hier mit Kollegen im Team, im Schichtbetrieb arbeiten. Das heißt, der eine muss sich auf jeden Fall auf den anderen verlassen können. Das sind eigentlich die Voraussetzungen, die wir haben. Da kommt es nicht so sehr darauf an, ob Sie jetzt einen besonders guten Notendurchschnitt auf dem Zeugnis haben, sondern die anderen Charaktereigenschaften sind für uns sehr viel wichtiger. Wir stellen so etwa zwischen 1 und 5 Auszubildende in dem Beruf Fachkraft für Hafenlogistik ein. Ich sagte schon, dass der Beruf sehr vielseitig ist. Sie lernen also mit sehr unterschiedlichen großen Maschinen umzugehen. Das geht hin bis zu einer fast 2000 Tonnen schweren Lokomotive, bis zu Krananlagen, die bis zu 350 Tonnen Gewichte heben. Sie gehen mit mobilen Umschlaggeräten um, mit Baumaschinen, mit Schwertransportfahrzeugen. Aber auch auf dem Wasser sind wir mit unserem Schwergutshuttle unterwegs. Auch dieses Schiff bedienen Sie. Also sehr, sehr vielseitig. In den Siloanlagen sind Sie mit der komplexen Fördertechnik betraut. Also ein sehr breites Aufgabenspektrum.